Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Maraja von Maraja Loves Paper und heute gibt es das letzte Video von diesem wunderschönen Vintage Journal. Ja, ich behaupte, es ist wunderschön. Ich finde, es ist einfach nur cool geworden. Es hat so Spaß gemacht. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, super Gelegenheit. Und ansonsten Likes und Kommentare, her damit, sagt mir, was ihr darüber denkt. Und ich werde euch hier und da garantiert auch mal eine kleine Frage stellen. So, was ihr jetzt nicht gesehen habt, ist das Video zu dem Dingeldangel. Ja, ich habe das Video leider versaut. Kommt schon mal vor, glücklicherweise echt selten. Ich habe dieses Dingeldangel-Tüdelteil gemacht. Und ich denke mal, dass ich sowas garantiert wieder mache, weil also an ein vernünftiges Junk Journal gehört so ein Dingeldangel. Und dementsprechend werdet ihr auch noch so ein Video von mir bekommen, nur nicht zu diesem Journal. So, ich habe so eine kleine Perlkappe genommen, ein bisschen Kupferdraht, Teile, die hier sich im Journal wiederfinden. Ich habe Perlen und so einen kleinen Perlmutsch dran genommen, den eingebaut, Herzchen und ein Pferdchen, die dürfen nicht fehlen. Habe ich von der lieben Jessie bekommen. Herzlichen Dank, direkt verwendet, super cool. Und hier noch so zwei kleine, ihr seht es hoffentlich, ist das, ich muss mal gucken, ob das hier fokussiert oder ob ihr das alles hier auch schön verschwommen seht. Ja, genau, jetzt müsste es funktionieren. Kleine bronzefarbene Hängerchen. Charms. Ja, und natürlich, um den Charakter wieder zu spiegeln, habe ich hier auch meinen Verschluss nochmal wieder aufleben lassen. Ja, also da habe ich hier diese Seele aus dem Strang genommen, also die das stabil macht. Und das ist jetzt einfach nur das Wollstück. Kommen wir mal zu dem Journal. Also das ist DIN A5 und ein klein bisschen abschnitten. Also ich habe so ein bisschen Rand geschnitten, aber wirklich nicht viel. Es hat zwei Signaturen und ich habe insgesamt, ich glaube, kurz überlegt, 22 Blätter verarbeitet, die ja dann zu wesentlich mehr Seiten werden. Und, Quizfrage, wie viele Seiten werden das? 22 Blätter gefaltet. Jetzt bei mir hat 4 Seiten jeweils pro Blatt. Ja, genau, pro Blatt. So. Jetzt sind wir bei dem Verschluss. Ich habe ein schönes Wollband genommen. Hier auch ein Stückchen von der Seele rausgetrennt, dass man hier einfach diesen Pinsel zum Schluss hat, genauso wie hier. Und das habe ich zweimal rumgeschlungen. Schmeiß das mal rüber und hier mit so einem kleinen ösen Teil festgehalten. Die Bindung ist offen, das heißt, man sieht, wie ich es gebunden habe. Und hier oben drauf habe ich ein echtes altes Foto verbaut. Mit ein bisschen Stamperia-Papier, natürlich Jute, echten alten Glanzbildern und dieser kleine süße Pinsel, den ich endlich angenäht habe, beziehungsweise mit Draht angetügelt. Hier oben Mediation Rocks. Ist nur so ein Platzhalter, ne? Also da soll sich die Beschenkte einfach selber was Schönes reinpacken. Und wie man das jetzt vielleicht vom Titel schon merkt, es ist einfach was für eine Mediatorin. Und der Leitspruch und auch mein Leitspruch an der Stelle ist immer in der Liebe bleiben. Und das ist total wichtig, gerade als Mediatorin sollte man, darf man einfach liebevoll mit allen Menschen umgehen und auch mit sich selber. Genau, so. Jetzt kommen wir zum Cover. Ich habe einen Seidenschal mal auseinandergenommen. Ich habe ein paar Bonnie-Haare mit verbaut. Ein Seidenschal dient hier als für die Kanten. Da habe ich Stamperia-Papier aus dem Precious-Papier genommen. Hier noch ein bisschen das Muster von dem Verschluss aufgegriffen. Wir haben ein bisschen Jute natürlich auch. Schönes Filigree und auch noch wieder ein Stückchen von dem Seidenschal hier hinten drauf. Das erstmal zum Cover außen. Nun machen wir das Schatzi mal auf. So, hier vorne fehlt noch, das werde ich gleich auch noch reinpacken, weil mein Drucker wieder mitspielt, den Teil, der sagt, was ist ein Junk Journal? Kann man das essen? Nee, das kann man auf jeden Fall nicht essen. Vielleicht könnte man mal eins aus Schokolade machen, ich weiß es nicht. Und Jute-Thema wieder aufgegriffen. Und ihr findet hier dieses Mal auch sehr viel von diesem Precious Papier.
Das ist super schön, einfach Vintage, Rose. Ich habe es ein bisschen distressed. So, und überall im ganzen Journal befinden sich kleine Kärtchen mit kleinen Sprüchen und natürlich auch Platz zum Schreiben. Ich habe Papier verbastelt, ja, Sprüche verbastelt. Ja, ich bin eigentlich ganz anders. Ich komme nur so selten dazu. Das war der liebe Herr Horvath. Von Horvath. Ich habe einiges an Edeltonpapier. Ein bisschen distressed, ein bisschen mit einem, ja, mit einem Bütten, mit einer Büttenschere bearbeitet. Festgeklammert, sodass man es rausnehmen kann. Da kann man natürlich auch alles andere, worauf man Lust hat, einfach hier reinpacken. Und wir haben natürlich auch hier kleine Glanzbildchen mit drin, weil die Themen habe ich geschaut, dass sie sich wiederholen. Es darf natürlich in einem Vintage-Papier, Notenpapier nicht fehlen. Ein schöner Velvet-Stempel, bisschen altdeutsche Schrift aus einem, ich meine, das müsste aus einem Goethe-Buch sein. Und ja, hier kommen wir auf Atlas-Seiten, dankbar für Stempel von Funkelkram, der viele Stempel und Stempel und Stencil verarbeitet. Und natürlich darf auch Spitze nicht fehlen. Paper Doily ist ganz klar. Hier wieder Karten aus dem Stamperia-Papier. Und ich habe geschaut, dass ich die Sprüche, die ich hier mit einbaue, dass die auf jeden Fall mediatorenkonform sind. So, ich überlege noch, ob ich hier noch irgendwelche Charms dranhängen. Allerdings ist dieses Band, das kann ich jetzt mal ein bisschen kürzen, dieses gewachste Band nicht unbedingt das geeignetste für Charms, weil das doch recht stabil ist, sage ich mal. Also wenn man das knotet, also da müsste man tatsächlich eine kleine Schlaufe machen und dann das Ganze mit einer Öse verbinden, weil sonst da einfach ein dicker Knoten absteht. Ja, genauso wie es hier jetzt einfach hoch steht, ich mache das jetzt kurzer. Steht zunächst nicht raus. Ein bisschen rausstehen finde ich ja gut, aber so irgendwie lang da durch die Gegend gefällt mir nicht. Schere, tschüss, danke, danke sehr. Ein paar Tabs dürfen nicht fehlen. Ja, wieder gestencelt, Atlaspapier. Und ich denke mir immer, fast jede Seite, also manche Ausnahmen, hier jetzt kann man nicht wirklich schreiben, da könnte ich jetzt ein bisschen, ich überlege ein bisschen Gesso drauf zu schmieren, dass man da noch einfach so ein bisschen wischen, dass man da noch Platz zum Schreiben hat. Habe ich jetzt gelassen, weil ich finde diese alten, also es ist wirklich ein uralter Atlas, habe ich jetzt einfach mal eine ganze Seite so gelassen. Hier habe ich was drüber geklebt, dass man wirklich ein paar zum Schreiben hat. Auch die Lebensfreude kommt von Funkelkram. Ja. We all are broken, that's how the light gets in. Von Ernest Hemingway. Das ist auch ein sehr beliebter Spruch. Ein bisschen Krakelierpaste. Das Reliefpaste missbraucht. Und ja, wieder Stencil. Hier mal wieder eine schöne Karte. Ja, und die habe ich alle so ein bisschen individualisiert, indem ich da noch die Sprüche draufgesetzt habe. Und die Sprüche sind alle samt mit Schreibmaschine geschrieben. Hier mal wieder eine Hosenseite. Eine wunderschöne mit Mohnblumen. Teufelsabbiss ist auch eine coole Pflanze, oder? Also es klingt doch irgendwie total abgefahren. Ja, ein bisschen alte Spitze. Stencil mit Verlauf. Precious Papier. So, Signatur 1 ist durch. Signatur 2. Auch wieder mit dieses Papier. Ich könnte mich da reinlegen. Das ist so schön. Mit den Resten habe ich dann diese kleinen Tabs hier gestanzt. Und ja, ich finde, das tut alles mit den Liebesmarken hier so seinen Job. Einfach. Hier habe ich tatsächlich überlegt, ob ich die so ein bisschen runterdämpfe. Allerdings, also mir gefallen die und die Maiglöckchen, die würden hier nicht so schön rauskommen, wenn ich sie jetzt ein bisschen zu sehr vervintage. Deswegen habe ich sie jetzt hier in diese Kaffee-Ecke gesetzt. So, ich habe hier zum allergrößten Teil habe ich Vintage Photo benutzt und Victorian Velvet. Wenn es wirklich sehr dunkel war auf einem Papier, habe ich auch mal Ground Espresso genommen. So, hier habe ich Vellum genommen und rumgenäht. Und hier noch die Reste vom Stamperia-Papier mitverarbeitet. Ich finde einfach, das ist so ein Hinguckerle. Genau, ein bisschen geknipstes Papier. Hier waren mir die Seiten, oder die kleine Pocket war mir ein bisschen zu locker, sodass die Karte mal rausgehüpft ist. Und da tut doch so eine kupferfarbene Klemme ihr Übriges. Ups. Ja, hier habe ich
eine Seite selbst gemacht, ganz viel Platz zu schreiben. Und die Leinenoberfläche, die auch so ein bisschen glitzert, die nach vorne zeigt, dann einfach mit einem kleinen Spruch dazu. So, kleiner Umschlag, auch hier wieder ein Kärtchen. Willst du recht haben oder glücklich sein? Beides geht nicht. Von unserem Großmeister Rosenberg. Ja, wer gelten will, muss andere gelten lassen. Damit haben viele Leute in der heutigen Gesellschaft ein ernstzunehmendes Problem. So, hier wieder Schreibplatz ohne Ende. Und ich fand einfach dieses Aprilbild mit dem Gedicht herrlich. Also, ja, manchmal ist auch ein bisschen was Nachdenkliches natürlich dabei bei den Edith Holden-Seiten. Das tut ja nichts. Ist ja nicht immer alles Friede vor der Eierkuchen. Und das ist ja auch nicht immer alles. Ja, ist nicht alles Ponyhof. Viel Ponyhof, aber nicht alles. Ein bisschen was da rausgucken. So, und hier habe ich gefärbtes Papier genommen. Das habe ich mit Rote Beete gefärbt. Und da ist so ein bisschen was von so einem Gras mit drin. Und das verleiht dem Ganzen eine ziemlich lustige Struktur. Wir haben wieder Edith Holden mit ein bisschen Heide. Und Heide haben wir hier bei uns in der Gegend sehr viel. Und sehr schöne. Goldrote gibt es ja auch viel. So, die Gelassenheit, ganz wichtig, vor allem als Mediator. Fällt nicht immer leicht. So. Ja. Kärtchen. Ja, und das ist auch schön. Wenn du loslässt, hast du plötzlich zwei Hände frei. Das stimmt. Ja, dieses Atlaspapier ist wirklich, wirklich alt. Brüchig. Ich habe das hier dahinter verstärkt mit Scotch Tape, damit ich das schaffe, die Pockets hier zu machen, ohne dass sie einreißen. Zack. Ja. So. Wieder eine kleine Seite zum Vellum. Da kann man natürlich noch 1000 Sachen draufkleben und machen. Und hier habe ich noch so einen ganz kleinen Spruch rausgeholt. Ich bin der ruhige, stille Ausdruck von Frieden und Liebe. Und ein wunderschönes Herzchen. So, und diese kleinen Umschläge, da habe ich mir selbst Schablonen zurechtgebastelt, die ich dann auf Papier legen kann, was mir gerade so gut erscheint für einen Umschlag, drumherum zeichne, ausschneide und dann habe ich so eine Faltschablone. Ich glaube, dazu mache ich auch mal ein Video. Ich glaube, das habe ich noch nicht gemacht, wenn mich nicht alles täuscht. Genau. Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden. Manchmal denke ich auch so, wenn ich andere Junk Journal sehe, alter Schwede, wie habt ihr das gemacht? Das ist doch unmöglich. Dann versucht man es selber und irgendwie geht's. Und es macht Spaß. So, was habe ich hier gemacht? Ich habe ein Wilhelm Busch, eine Wilhelm Busch Gedichtseite genommen. Das ist wirklich schwer zu lesen. Aber ich finde einfach so ein Wilhelm Busch, so ein bisschen Schalk im Nacken, das ist total wichtig. Ich liebe Wilhelm Busch, das ist der Großmeister. Abgesehen davon auch ein Hannoveraner oder zeitlebens hat er auf jeden Fall sehr viel Zeit in Hannover verbracht. Deswegen gibt es ja auch ein Wilhelm Busch Museum. So, meine Lieben. Ah. Entschuldigung, jetzt hätte ich doch fast das Ding gegangen unterschlagen. Wie konnte ich nur? So. Wichtig, wichtig. Immer so rumwickeln, dann kommt der Schlüssel auch schön zur Geltung, den ich hier rangehängt habe. Und immer in der Liebe bleiben. Zweimal gewickelt und rein. So, mit diesen Worten entlasse ich euch jetzt aus diesem Projekt. Das hat mega Spaß gemacht. Ich liebe dieses Buch. Ich würde es am liebsten selbst behalten. Ich glaube, das habe ich jetzt schon bei sehr vielen Werken gesagt und ich meine es bei jedem so, bei jedem Einzelnen. Und ich wüsste tatsächlich nicht, welches der Werke, die ich bis jetzt so gebastelt habe, welches, wenn ich nur ein einziges behalten dürfte, welches ich nehmen würde. Und das hier ist auf jeden Fall ein Favorit. Ja, doch, auf jeden Fall. Das hat
Hat wirklich Laune gemacht. Und es kommt in gute Hände, ich bin mir sicher. Ja, wenn es euch gefallen hat, gebt eurer Freude Ausdruck. Nein, Spaß beiseite. Ich freue mich tatsächlich über Likes, Kommentare und Abonnenten. Freue ich mir einen Keks. Und lasst uns in Austausch gehen. Dann bastelt auch was Schönes. Ich gucke mir eure Werke auch an. Natürlich kann ich nicht von morgens bis abends YouTube gucken, aber ich gebe mir echt große Mühe. Ja, habt ein schönes Bastelwochenende, falls bei euch gerade Wochenende ist. Ansonsten habt eine schöne Bastelzeit und bis demnächst in diesem Kino.